goldene Schulterplatte. Okay, ich muss in die Mitte. Fuck. Alter. Okay, habt ihr die nächsten 2 Stunden was Zeit? Ja. Ich habe keinen Bock, dass er angegriffen wird. Der hat die wenigsten Hitpoints. Wieso kann der... Ah, jetzt. Der hat wieder keinen Mana. Alter. Warte mal, der säuft jetzt mal ein Mana-Fläschchen. Kann's ja nicht weitergehen. Super, das hat ihn nicht gejuckt. Ich mache mal ein bisschen heftigeres Schild. So, ich brauche aber mal ein paar mehr Tentakel. Hat Monsieur kein Mana mehr. Ich werde nicht fallen. Ist geil, wenn der dicke Schaden nimmt, macht er sich direkt wieder ein fettes Schild. Das ist so cool. Tentakel. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Okay, wir müssen wieder. Die hat noch 100 Mana, die kann noch ein bisschen ballern. Nein! In der Ruhe, mein Freund. So. Komm, einer weg. Alter, der lebt noch. Saubratze. Lernt. So, du darfst wieder ein Schild machen. Vollgas, aber so richtig Vollgas.
Deine Magie ist schwach. Du würdest mir helfen? So, und du? Bei den Dicken, die kann ich nie anvisieren über den normalen Bildschirm. Da muss ich mal hier unten drauf gehen. Ja, mach Schluss mit dem Dicken jetzt. Der Meeres kann mit dir gut stehen. Ich bin die Tiefe. Also umgegangen. Sehr geil. Was erweckt diese Monster zum Leben? Ich spüre etwas Vertrautes in ihnen. Das sind Sonnensteine, wie meine. Aber in ihnen befinden sich Erinnerungen. Gefangene Erinnerungen? In der Buru-Religion wäre dieser Mangel an Bewegung Blasphemie. Vielleicht haben die Ältesten diesen Ort deswegen nie erwähnt. Die Vesani haben hier die Wirkung des weißen Nebels auf das Gedächtnis erforscht. Vielleicht ist die Schmiede der Ursprung der Sonnensteine und der Golems. Ein interessanter Einsatz ihrer Fähigkeiten. Meine Vorfahren mögen solche Praktiken abgelehnt haben, aber ich will nicht vorschnell urteilen. Diese Macht könnte uns behilflich sein. Fahren wir fort. Durch Funken und Zischen der entweichenden Magie erkennst du ein Siegel mit den Worten Gewölbeklüfe überschreiben. Überschreiben aktivieren. Aha. Sehr schön. So, hier gibt's noch ein bisschen was abzugraben. Sieht so geil aus hier. Ja, was ist das? Forschungsprotokoll der Vesani, Teil 3. Zack. So, ich werfe noch mal ganz kurz einen Blick. Über die Ausrüstung. Den haben wir ja. Den könnte er jetzt tragen. Nebelgänger-Talisman. Alter, was ein Brett. Oh, sehr geil. Dann kriegt die jetzt ihren Kapitänsscheiß. So. Der ist schlechter. Ach, der ist. Ah, der ist selten und der ist. Ja. Okay. So, dann sie. Geil, neue Kugel. Fett. Wandlung nicht. Gegen der Eule haben wir schon an. Das ist der seltene. Hier haben wir einen ungewöhnlichen. Okay. Da gibt's nix. Goldene Schulterplatte.
Ja, trotzdem besser. Ausdauer hast, ausweichen. So, Fähigkeiten. Haben wir auch wieder ein paar Punkte. Beginnen den Kampf mit drei Tentakeln. Die Heilung haben wir durch. Die Heilung. Ne, wir machen mal das hier noch. Ja. Perfekt. Und machen wir die Heilung hier noch fertig. Die Schadenslane kann einen kampfunfähigen Verbündeten anvisieren mit 60% Leben wiederbeleben. Geil. Ja, bitte. Cool. Und was machen wir noch? Haben noch einen Punkt. Was haben wir denn sonst noch so benutzt? Das hier manchmal. Ne, wir machen das. Raum! Oh, das ist geil. Wenn die an ihn angreifen, kriegen sie Erschütterungen drauf. Nice. Machen wir das hier mal noch weiter. Auch geil. Hier das letzte noch. Cool. Schild ist immer wichtig. So, Yasu. Machen wir die passive Fähigkeit fertig. Auch cool. So, bei der Ollen ist mir scheißegal. Die benutze ich nur, wenn ich unbedingt muss. Die will ich überhaupt keine Zeit verschwenden. Hulk betritt den Kampf immer getarnt. Geil. Ja, perfekt. Korrekt. So, was haben wir denn noch so? Das machen wir fertig. Nochmal 504 Schaden. Nice. Und dann machen wir hier noch einen Punkt.
Und die Ari. Entfernt einen Buff vom Ziel ist geil. Oh, die kann das auch. Bei der ist es die Tempo-Lane. Cool. Sehr schön. So, Runen haben wir auch wieder welche. Zwei Stück. Ja, müssen wir das nehmen, weil... Ich weiß nicht, ob wir noch großartig Runen bekommen. So, und noch ein bisschen verzaubern, wenn ich darf. Ich habe immer noch keine Riesenwurmbrei-Szene. Fuck. Warte mal gerade. Können wir? Hier ein bisschen was auf episch machen. Geistklinge. Das ist die Kugel. Jolly Roger war das Schild vom... Genau. Wo ist denn die Waffe vom... Das ist die, gell? Ja, muss es sein, er hat sie ja ausgewählt. Warte mal, wir gucken mal hier, was hier so. Okay, hier sind keine Waffen dabei, das sind nur die. Goldene Schulterplatte. Nachtschattenumhang. Ist der Rest nicht? Muss ich den erstmal auf selten hochheben oder was? Oder sind die schon episch? Die sind schon episch. Nebelgänger-Talisman. Ja, den auf jeden Fall. Den heben wir erst auf selten. Und dann auf episch. Bam. Ich
Ich weiß nicht, ob ich den den Pike ein bisschen bevorzuge oder so. Kommt einem nur so vor, glaube ich. Aber uns fehlt hier wieder noch Material. Koboldschleim, Skelettflügel. Haben wir echt noch nichts von gefunden. Wirbelnde Asche. Riesenwurmreißzahn. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen warten. So, was haben wir hier noch? Unverwüstlich. Auch da fehlt wieder derselbe Scheiß. Zorn des Kraken. Rotes Schwarzpulver. Rotes Schwarzpulver. Nee. Können wir nichts verzaubern, verdammt. Crit erhöht. So, ich, Und speichern können wir auch gerade mal. 83%! Haha! So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier müssen wir auf jeden Fall noch hoch. Da war ja noch was offen. Wo kommt der jetzt wieder her? Ja. Ah, okay. Oben war nichts mehr, oder? Gegen den müssen wir bestimmt wieder kämpfen. Hä? Okay. Weiß nicht mehr, muss Fragen stellen. Erinnerung zugewiesen, Aufgabe angenommen. Huff. Feuersiegel. Nice. Ich gucke jetzt trotzdem noch mal. Nee, hier war nichts mehr. Ja, uns fehlt jetzt noch das, die Befehlserinnerung. Ja, warte mal, da gehen wir komplett zurück, gell? War das hier oben mit dem Buch nochmal?
Forschungsprotokoll der Vesani. Haben wir noch gar nicht angeguckt. Können wir hier unten jetzt schon was machen?